Hallöchen, liebe Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Blade Master. Ihr seht, ich habe ein bisschen an Gold bekommen. Ja, habe ein bisschen gefarmt, also. Und das werden wir jetzt natürlich investieren, und zwar in unsere neue, oder in diese Waffe hier. Damit wir gleich auf Level 30 hier ein neues Aussehen bekommen für unsere Waffe. Tsching! Okay, wir haben hier in zwei Leveln noch einen Boss. Wir leveln das mal auf 40, würde ich sagen. Ah, so schnell geht das Geld wieder weg. Aber immerhin, drei Schaden kriege ich jetzt dazu. Hier würde ich ungern, ehrlich gesagt, weitermachen, weil ich dann das nächste freischalten werde. Wobei, es kostet nicht viel, 900, das ist nicht viel. Oh, 50 ist okay, Level 20 ist in Ordnung. Zack. So. Los geht's. Fear Energy. Habe ich nicht gewonnen? Ah, nee. Stimmt. Ah, ich hasse dieses Spiel. Okay. Also laufen sie da hinten lang. Ja, muss man natürlich wissen, ne? Macht zwar ein bisschen mehr Schaden, aber. Nicht so viel, wie ich eigentlich wollen würde. Okay, laufen wir mal an derselben Stelle lang. Klänge, neuen Klingen. Ding, ding, ding. Alter, wie viele Klingen liegen denn da oben? Ja, mit dem Damage kann man ja schon, mit dem Damage Upgrade kann man ja schon gut was machen. Alter Schwede. Ja, Stage cleared. Hat doch nur zwei Versuche gebraucht. Köstliches Gold. Köstliches Gold. Bewegen wir uns noch mal ein bisschen. Das finde ich ja eh viel schöner. Als diese starre. Ich glaube, ich bräuchte das Rampage mal. Ne? Der Typ mit dem Rampage ist da oben, ne? Gib mir die Rampage, komm zu mir. Komm schon. Neue Klingen. Blub. Sternchen. Mal 10, aber nehmen wir natürlich nicht mit. Selbstverständlich gucken wir uns die Werbung nicht an. So, Bossgegner. Ich glaube, wir werden die mal tatsächlich ein bisschen aufstufen noch. Drei Schaden jetzt mal dazu. Kostet natürlich auch mal wieder 6000. Wow, das ist teuer, ja. Aber mal ein bisschen Damage dazu. Oh. Beware of the monsters. Monsters. Was? Monsters the bis, sp, Boss spits out. Achso, der spuckt was aus. Ja. Yeah.
Ich würde trotzdem tatsächlich erstmal bevorzugen, ich kille sie erstmal. Ich weiß gar nicht, die hinterlassen anscheinend nicht mehr Klingen. Ich stelle mir vor, ich hätte wesentlich weniger Schaden. Das wäre ekelhaft. Ich kann ihn kaum angreifen. Hin und wieder mal so 500 Schaden machen, ja. Und erstmal wieder 2000 Ads killen. Es ist halt schade, dass er nicht mehr Klingen droppt. Das ist echt bedauerlich. Das würde es wesentlich einfacher machen, macht er aber leider nicht. Die ganzen Viecher droppen nichts. Dann kriege ich am Ende bitte noch einen Counter, wie viele Monster ich gekillt habe. Ja, wenn ich die Viecher halt hier lasse, ist halt das Problem, dass sie mich einfach irgendwann überrennen werden. Ja. So wie hier, das ist genau das, was ich meinte. Ich kann diese Viecher einfach nicht am Leben lassen. Das geht einfach nicht. Scheiße, ey.